Yeah! Willkommen zu einem neuen Video, 3 Minuten Piano Practice. Mein Name ist Sven Häfliger, ich bin der Gründer von Zapiano. Wenn du dieses Video auf dem YouTube-Kanal siehst, dann abonniere doch bitte diesen YouTube-Channel oder auf der Facebook-Seite hinterlass einfach einen Like. Ja, dieses Video ist jetzt nun wirklich für die Fortgeschrittenen unter euch. Ich habe hier einen Walking Bass gezeigt. Was ist ein Walking Bass? Das kommt im Jazz vielfach vor. Anstelle, dass ich ein Arpeggio habe, sowas in dieser Art als Begleitung, bei einem Popstück zum Beispiel, habe ich jetzt hier durchgehende Viertelnoten ohne Betonung. Das ist ein bisschen unüblich. Also wenn ich das hier so habe, ist die einfachste Form eines Walking Basses, dann habe ich nur den Grundton zuerst, dann den nächsten Ton der Tonleiter, das wäre jetzt dorisch in diesem Fall, D-dorisch. Dann habe ich die kleine Terz hier und dann noch die Quint. Und so habe ich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und im Grunde genommen ist das nichts anderes als ein Kontrabassist, das so einen Lauf spielt. Falls wir jetzt keinen Kontrabassisten da haben, so wie in diesem Moment jetzt hier, dann spiele ich einfach diesen Walking Bass hier unten. Ich kann da cool darüber improvisieren oder hier auch Akkorde verwenden. Also gerade wenn du jetzt sagst, ich bin ein Sänger, ich möchte mich begleiten, dann hast du sowas in dieser Art. Ja. Okay, also. Ich mache jetzt hier ein Demo 7, das sind die Töne C, D, F und A. Und jetzt geht es darum, dass du das im Moment einfach zusammenspielst. Hier kannst du eine ganze Note spielen und da kannst du einfach Viertelnoten spielen. Dann hast du das 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann, wenn das schon geht, kannst du mit dem linken Fuß jeweils die 2 und die 4 mittappen. Dann kommst du richtig in ein Swing-Feel hinein. Dann habe ich das. 1, 2, 3, 4, 1. Du hörst es vermutlich jetzt im Mikrofon noch. Ich verwende jetzt meinen linken Fuß auf 2 und 4. 1, 2, 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3 und 4 und 1. Und hier habe ich noch vorgezogene Akkorde gespielt. Und dann merkst du, dann kommst du schon richtig in ein Swing-Feel. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, im Kurs Jazz Piano zeige ich alles bis ins letzte Detail. Denk daran, wer viel Klavier übt, der wird gut werden. Und wer korrekt Klavier übt, der wird wirklich gut werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.